Hallo, hier ist André. Es ist mal wieder Abend bei uns. Bei euch ist es jetzt vielleicht Mittag. Und ich möchte dir einfach ein bisschen von dieser Abendstimmung hier rüberbeamen, rüberschicken. Es geht bei uns immer recht schnell, so ab 7:30 abends wird es dann dunkel und dann fangen die Frösche an zu quaken und die Grillen zirpen und dann wird auch etwas in mir stiller. Die ganze Familie, ja, kommt so runter und es ist immer ein sehr schöner Moment. Jetzt gerade geht so ein wunderschöner Windhauch und ja, so mein Herz fühlt sich still an. Wir hatten heute einen sehr aufregenden Tag und ich hatte heute Abend, so mit diesem Abend kommt mir so dieser Gedanke. Was nützt es dir, wenn du mit einem halboffenen Herzen durchs Leben läufst? Wenn dein Herz nur halb offen ist in Beziehung mit den Menschen, die du scheinbar liebst, inwieweit bist du bereit, dein Herz vollkommen zu öffnen? Was würde das für dich bedeuten? Woran würde man das erkennen? Wenn dein Herz vollkommen offen ist, wenn du die Liebe aus deinem Herzen wirklich in die Welt gibst. Das muss nicht die ganze Welt sein, du musst nicht alles lieben. Das wird nicht von dir erwartet. Aber wenn dein Herz offen ist und wenn du geben kannst, dann fühlst du dich selber satter, dann fühlst du dich selber erfüllter und etwas in dir wird ruhiger. Wie könnte das aussehen? Wie würde sich das für dich zeigen in deinem Leben? Wenn dein Herz zu dir selbst offener ist. Das geht nur, wenn du dich selbst ein Stück weit mehr lernst zu akzeptieren und dich wirklich zu lieben. Dann strahlt das ganz von alleine raus. Wir sind oft angestrengt und möchten geben und wissen das und laufen mit einem schlechten Gewissen rum und versuchen dann ganz viel irgendwie aus Rollen heraus zu erfüllen, anderen Gutes zu tun. Und das kommt beim anderen da nicht wirklich an. Das ist das Frustrierende dann oft, dass sich das Herz nicht wirklich öffnet, weil dahinter ist oft ein. Sind oft Muster, wo du aus einer Anstrengung heraus, aus Schuldgefühlen heraus, nicht liebenswert zu sein, nicht gut genug zu sein, indem du versuchst, dich anzustrengen, anderen etwas zu geben. Von diesem Geben spreche ich nicht. Ich spreche von diesem Geben, wo etwas vollkommen frei zu dem anderen fließt. Weil du so viel in dir geöffnet hast, dass du gar nicht mehr anders kannst, als zu geben. Und inwieweit bist du bereit, alles zu geben, um dir selbst gegenüber noch aufrichtiger zu sein, um dir selbst gegenüber wirklich wertschätzend zu sein für das, was du bist, für das, was du gibst. Das ist nicht leicht in dieser ganzen Hetze und in dieser ganzen Anstrengung des Alltagslebens, wo wir meistens, die meisten Dinge tun wir über unseren Verstand. Und das geht dann, das Herz kommt oft zu kurz. Und über tiefe Meditation, wenn ich von Meditation spreche, spreche ich seltenst von wirklich stille Meditation, die zwar auch nach innen führt und ganz nach innen etwas ganz im Innern ausfüllt. Ich spreche von der Meditation, wo du aktiv bist, wo du tief atmest, wo du dich bewegst, wo du aus der Bewegung in die Stille gehst. Und deswegen hilft das in Momenten, wo du in Aktion bist, auch mit anderen. Meistens viel mehr, als wenn du versuchst, aus dieser Stille heraus dann mit anderen zu sein. Das fällt oft schwer. Weil wenn du so in Aktion bist, auch mit anderen, dann verlierst du. Es ist oft schwierig, das so beizubehalten. Das ist immer wunderschön, wenn du so ganz dich auffüllen willst mit deiner eigenen Essenz, so ganz dich mit diesem Göttlichen verbinden willst in der Stille. Und es gibt auch immer wieder Momente, wo du das vielleicht mit anderen teilst, aber dann ist es oft wichtig, dass der andere da auch ist. Ich rede von
wo du wirklich im Alltag, in deiner Beziehung, in der Hitze des Alltags, vielleicht auch in der Hölle des Alltags, da wo frustrierende Momente sind, inwieweit bist du da vollkommen empfänglich und kannst dich dort auch aktiv, teilweise manchmal auch aggressiv zeigen. Aggressiv, indem du für die Liebe gehst, indem du den anderen Halt gibst, indem du dem anderen zeigst, dass es dir wichtig ist, dass du mit dir selbst und auch mit dem anderen in Herzverbindung bist. Indem du, das ist für mich eine kraftvolle... Oh mein Gott! Hey! I just make a video, guys. Do you have 5 minutes? Yeah! And 5 minutes I'm present for you. Okay, I'll go home in the bed. Okay. Hello! The door is open. Okay. Oh nee, it's upstairs. It's upstairs. It's downstairs. Not here. It's downstairs. Du hast gerade upstairs gesagt. Okay. Ja, und das ist eine... Das geht nur, wenn du wirklich vollkommen präsent bist und dir absolut... Ja, indem du diesen Schwur geleistet hast, dir selbst gegenüber... alles aus dem Weg zu räumen, was dich noch hindert, dein Herz vollkommen ins Fließen zu lassen. Und dann darfst du auch anderen auf die Füße treten. Dann darfst du auch in einem kriegerischen Herzen sein. Dieses kriegerische Herz verletzt nicht. Wer sich verletzt fühlt und dir schlechtes Gewissen macht, dir Schuldgefühle macht, schmeißt diese Menschen aus deinem Leben. Da darfst du auch radikal sein. Das heißt, damit triffst du nicht wirklich diese Menschen persönlich, selbst wenn sie in ihrem Dramen sind und ihre Seifenoper spielen. Du befreist nicht nur dich, sondern auch den anderen aus einer Rolle, aus einer zwanghaften, wir sind teilweise in zwanghaften Suchtmustern gefangen, wo wir meinen, wir kleben aneinander, weil wir meinen, wir müssten dem anderen etwas geben, was überhaupt nichts mit unserer innersten Wahrheit zu tun hat. Das heißt, hab den Mut, in Situationen für dich einzustehen. Das ist für mich das aktive, auch aggressive Herz, das kraftvolle Herz. Wir haben so viel gegen Aggression und wollen immer lieb sein und wollen immer in Harmonie sein und wollen immer uns verbunden fühlen. Oftmals fühlen wir im Innersten ganz anders. Wir fühlen uns oft getrennt und das einfach auszudrücken in einer klaren und liebevollen Weise dir selbst gegenüber, das kommt immer beim anderen in einer gewissen Verbundenheit an. Und wenn der andere gerade das nicht empfangen kann, dann ist das okay. Dann fühl den Schmerz darüber, dann fühl vielleicht die Einsamkeit, dass du dich vielleicht schon seit Jahren in der Form versuchst aufzuopfern für andere Menschen, indem du dich aufgibst und nicht empfangen wirst. Dann ist es dran, dir das bewusst zu machen und dich neu zu entscheiden, neu zu wählen, mit welchen Menschen möchtest du dich verbinden und wo ist definitiv es dran, dich auch abzugrenzen. Wir können uns nicht wirklich abgrenzen, aber du kannst eine Entscheidung treffen. Was ist für dich noch stimmig? Mit welchen Menschen möchtest du wirklich in einem energetischen Austausch sein? Und wo fühlst du dich ausgesaugt? Wo lässt du dich aussaugen? Und wo quälst du dich selbst? Wie soll das zu Liebe führen? Wie soll das zu Bewusstsein führen? Wenn der andere nicht bereit ist, sich selbst anzuschauen und einen Schritt auf dich zuzugehen. Darf ich mich da massieren lassen? Wenn da die Möglichkeit besteht, ganz klar. Cool. Rainbow. Thank you. Hare Krishna. So, und wir machen oft viele Dinge, die nicht mit unserer innersten, mit unserem innersten Sein verbunden sind. Und dann führt das dazu, du verachtest dich selbst, du bist dem anderen auch kein Geschenk in dem Moment. Du tust dem anderen nichts Gutes. Und frag dich mal, wie viel bist du in diesem permanenten Druck dir selbst gegenüber, dass du irgendetwas erfüllen musst, dass du irgendeine Anerkennung, eine Bestätigung brauchst, um dann am Abend dich in irgendeiner Weise ausruhen zu dürfen? Und kannst du dich wirklich ausruhen? Wie sind deine Träume? Wie fühlt sich dein Herz wirklich an? Wie fühlt sich dein Herz an, wenn es wirklich offen ist? Wer ist dann noch, der dir begegnen möchte? Und das ist für mich das wirklich geöffnete Herz. Und selbst wenn das die nächste Zeit, die nächsten Monate, wenn du dir das vornimmst, die nächsten Jahre vielleicht, dazu führt, dass du dich vielleicht noch weniger verstanden fühlst, als du jetzt schon,
Ist das ein Stück, authentischer zu werden, dein Leben wirklich zu leben und dein Herz zu dir selbst zu öffnen? Das wünsche ich dir. Das sind diese Momente, wo du dem anderen wirklich in die Augen schauen kannst, wo du dich geben kannst, wo du etwas aus deinen Augen zu dem anderen hinüberfließen lassen kannst. Und es ist egal, ob er das empfangen kann, du gibst dich, weil du dich selbst liebst. Und das ist etwas Wunderschönes, wenn das dann auch im anderen Herzen ankommt. Und ihr dann gemeinsam in diese Stille hineinkommt. Gut. Ich danke dir sehr, dass du meine Filme guckst, dass du dich über dieses Energiefeld mit mir verbindest und wir gemeinsam ein Stück weit mehr Bewusstsein, mehr Kraft, mehr Freude und auch Liebe in dieses Feld hineingeben können. Tschüss.